Einen schönen guten Morgen aus Villingen. Heute mal ein etwas anderes Video. Ich bin hier in dem Bikepark Villingen am Lift Köhlerhagen. Hier wird noch kräftig gebaut, aber es ist schon sehr schön zu fahren. Dort sieht man einen kleinen Teil der Strecke. Das wird jetzt so ein, ja, ein Mountainbike-Video, Bikepark-Video halt und kein Reise- oder Radtouren-Video. Aber auch das wollte ich euch mal zeigen, weil es auch landschaftlich hier sehr schön ist. Und ja, ich finde es halt immer wieder klasse. Ich versuche das Ganze mal zu filmen. Ich habe jetzt keine Action-Cam oder sowas mit, sondern nur meine normale Kamera. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie das Ganze funktionieren wird. Wir haben Mitte Mai. Ich habe das Glück, jetzt hier unter der Woche fahren zu können. Da ist recht wenig los. Und was haben wir denn? Ja, 9 Uhr ist die erste Liftfahrt. 1 Grad oder 1,5 Grad hatten wir gerade bei der Anfahrt hier mit dem Auto. Der Wind ist auch noch recht frisch. Aber gleich beim Fahren wird es dann ruckzuck warm. Während der Fahrt weiß ich nicht, ob ich ganz viel erzählen kann oder werde, weil ich die Strecken auch nicht kenne, bis auf diesen Flowtrail, den bin ich vor ein paar Tagen einmal gefahren oder einen Tag lang gefahren. Alles andere ist für mich auch Neuland, weil ich seit ja, gut 3 Jahren nicht mehr hier war. Aber den Rest werdet ihr sehen. Hier nochmal schön zu sehen, so ein kleiner Blick auf Villingen selber. Hier hat man nochmal diesen herrlichen Ausblick über die Kasseler Berge sogar da hinten. Und nach vorne über den Ettelsberg auf den gleichnamigen Ettelsberg-Aussichtsturm, den man auch kostenlos besuchen kann. Ja, für die, die es noch interessiert, hier ist mein Rad, ist ein Bergamont Big Air 9.2 von 2012. Für mich persönlich ja, ein super Bike, ein bisschen modifiziert, was so die Bremsen angeht, aber ansonsten nahezu original. Und hier geht es jetzt runter, wieder Richtung Lift über die Strecke. Also die Strecke ist sehr schön abgetrocknet nach dem Regen der letzten Tage. Das wirkt alles wahrscheinlich recht langsam jetzt beim Filmen, aber das ist es durchaus nicht. Wie man vielleicht zwischendurch an den Geräuschen der Reifen erkennen kann. Aber die Strecke an sich sehr entspannt. Oh, morgen. Ja, das sollte natürlich nicht passieren, aber da muss man leider immer mit rechnen.
hier geht's weiter. Hey, ist das kalt. Mann, Mann, Mann. Und so bei der ersten Runde muss man es eh mal ein bisschen langsamer angehen lassen, um auch die Beschaffenheit der Strecke erstmal wieder zu erkennen. Dass die Muskulatur ein bisschen warm wird. Weil wenn man hier abfliegt, es ist doch immer, ja, recht unangenehm. Weil die Gefälle hier sind teilweise schon recht übel. Kein Vergleich mit Saalbach oder sowas, bin ich ja auch gefahren. Aber dieses hier ist halt ein schönes, entspanntes Fahren. Halt ein Flowtrail. Kein Vergleich mit den Parks in Saalbach. Da ist selbst der Milka Trail ansteckender. Und die X-Line Saalbach habe ich persönlich nur einmal gemacht, weil das für mich dann doch schon super anstrengend war und ich nach einer Fahrt im Grunde gesagt habe, eine zweite schafft man voll konzentriert nicht. Ich muss übrigens auch mit dem Bremsen jetzt gerade noch ein bisschen gucken, die sind neu draufgekommen, die Belege. Da muss man ja auch erstmal einfahren oder einbremsen. Und dann sehen, wie das Ganze so läuft hier. Das war jetzt das zweite Viertel gleich. Oder Drittel. Ich weiß es gar nicht, ob es drei oder vier Teile sind. Aber es ist eine super Strecke, um reinzukommen. Und auch die Länge finde ich sehr gut, weil man nicht mittendrin rausgerissen wird, wenn man gerade so im Flow ist hier. Man hat auch mit diesen kleinen Tables immer zwischendurch die Möglichkeit, so ein paar Sprünge zu machen, wenn auch immer nur so kleine. In den Anliegern kann man sich dann so richtig reindrücken. Von den Geschwindigkeiten kann ich jetzt gerade leider nichts sagen, weil ich vergessen habe, an meiner Polar M400 den Startknopf zu drücken, der das Ganze aufzeichnet. Mache ich bei der nächsten Runde und füge das dann irgendwie ein oder sage euch die Zahlen. Ich werde jetzt hier nicht von einer Strecke mehrere Videos machen, sondern wenn von verschiedenen Strecken. So wie ich es mir persönlich heute zutraue oder zumuten möchte. Aber als erstes muss ich mir Handschuhe holen, weil es echt arschkalt ist an den Fingern.
hier ist so ein kleines Stück. Wenn man nicht ganz so viel Schwung hat, muss man ein bisschen nachtreten. Aber dann geht es auch schon wieder zackig weiter. Und da kommen wir schon wieder in die Richtung des Liftes. Das letzte Stück hier finde ich schön, so ja, mehr oder weniger entspannt zum Ausrollen, dass man mal wieder so ein bisschen Luft kriegt. Das ist auch hier ein bisschen enger geschnitten. Da ist es für meine Art hier, dass man nicht ganz so schnell ist. Wobei ich glaube, dass es immer noch schnell genug ist. Ja, und hier ist dann an der Köhlerhütte im Grunde die Strecke zu Ende. Ich muss mal eben meinen Helm öffnen. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt was geworden. Und das war die erste Strecke. Ja, so sieht das hier unten aus. Das Fahrrad wird da vorne eingehangen. Dann wartet man hier auf den nächsten Lift und geht hier auf so eine Markierung. Und dann wartet man im Grunde, bis der Lift einen in die Kniekehlen rutscht. Man setzt sich und dann geht's auch schon los. Zur zweiten Runde. Mein Helm setze ich mal ab während der Fahrt und genieße jetzt die Runde nach oben. So, jetzt hatte ich ja gerade den Flow Trail und jetzt möchte ich den Flow Country Trail fahren. Ich habe mal das Kameragehäuse anders eingestellt, weil das gerade schon recht weit nach unten zeigte. Vielleicht seht ihr so ein bisschen mehr von dieser Strecke, die ich persönlich noch gar nicht kenne. Daher muss ich selber mal kurz gucken, was mich hier erwartet. Ach, und ich habe wieder vergessen, die Uhr anzumachen. Das machen wir doch jetzt noch. So, ich hoffe, das funktioniert. Man fehlt zwar ein kleines Stück. Oh ja, also dieser Flow Country Trail ist jetzt am Anfang schon mal super. Schöne Tables, super Anfahrt, wo man selbst jetzt gerade, wo ich kurz gestoppt habe, noch genug Schwung hat, so wie hier, um mal kurz ein bisschen in die Luft zu kommen. Ist ein bisschen schneller als der Flow Trail, würde ich sagen. Das ist ein Teil der alten Strecke, die hier früher war. Die geht da rechts jetzt auch gerade her. Oder zumindest der alten Strecke nachempfunden. Ja, man kommt dann hier in der Mitte wieder auf den Flow Trail. Also ist der Flow Country Trail nur das erste Drittel, was aber auch für einen Anfänger auf jeden Fall geeignet ist. Kann man sehr angenehm fahren. Thank you.
Oder vertue ich mich jetzt gerade? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob das dieselbe Strecke ist. Aber ich glaube schon. Doch, ist dieselbe. Da stand gerade ein Hinweisschild: Flow Country. Also geht der Flow Trail letztendlich in die Flow Country Strecke über. Nicht umgekehrt. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch, aber das wird schon passen. Ach, das ist so entspannend. Die Anfahrt hierhin war recht stressig, sage ich mal. Normalerweise brauche ich eine Stunde höchstens. Heute waren es 1¾, weil so viel LKWs unterwegs waren. Und auf der Strecke hierhin, das ist mehr oder weniger Land- und Bundesstraße mit viel Kurven und Überholverboten, kann man auch nicht überholen, ohne doch ein recht großes Risiko einzugehen. Und dann bin ich schon mal schnell genervt, wenn es halt nur mit 60, maximal 70 km/h die ganze Zeit weitergeht, wo man sonst doch durchaus ein bisschen flotter fahren kann. Aber die machen ja auch nur ihren Job. Also daher alles gut. Jetzt kann man sich hier den Druck aus der Seele fahren. Und umso schöner ist es hin. Direkt hier links neben mir geht, glaube ich, auch noch eine Strecke. Mal schauen, was das nachher ist. Ich weiß nicht, wie viele Strecken ich heute hier fahre. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich euch immer die Strecken ganz zeige, weil die ja schon ein bisschen länger sind. Oder ob das ein Zusammenschnitt wird aus allem. Aber es macht einen Heidenspaß, Jungs. Oder Leute. Und das geht auch noch mit Ü40. Also keine Angst. Einfach mal machen, langsam rantasten. Irgendwas geht immer. Und die Aussicht zwischendurch ist ja auch was zum Genießen. Nicht zu oft vom Weg weggucken, aber so gelegentlich kann man das ruhig. Dafür, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich noch viel quasseln kann während der Fahrt, quassel ich ganz schön viel. Aber das sind wahrscheinlich die Glückshormone. Jetzt gleich in dem Stück hier, da muss man mal so ein bisschen Schwung nehmen und ein bisschen reinpumpen. Dann kommt man auch diesen Holzhügel richtig hochgerollt. Ah, fast komplett. Es hat auch schon mal komplett gepasst. Aber wie immer im Leben, ohne Fleiß kein Preis. Ohne Schweiß kein Spaß, oder was?
das Stück ist noch mal schön hier. Ui, juhu. So, und hier geht es dann direkt weiter, wenn man möchte, wieder Richtung Lift. Nehmt euch da jetzt mal kurz mit. Ach, dieser grobe Schotter hier, der ist nervig. Ja, so sieht so eine komplette Runde aus. Der Wind pfeift wieder kräftig hier. Und da direkt vor mir seht ihr den Lift schon wieder. Genial, sage ich euch. Genial. Der absolute Stresskiller. So, und jetzt geht's dann auf die dritte Strecke. Das wäre die Freeride. Auch die kenne ich persönlich selber nicht. Muss wieder schauen, wie das Ganze so läuft. Auf jeden Fall ist das schon ein Teil des alten Untergrundes hier. Oh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier geht's lang, ne? Ja. Das ist ein Teil der alten Strecke, definitiv. Aber auch nur teilweise. Das Ganze. Ja, genau, das sind die alten Tables hier. Oh Mann. Oh. Ja, nicht drauf verlassen. Die Streckenführung ist doch teils ein bisschen anders. Aber diese Strecke, die habe ich geliebt immer. Mal gucken, wie viel davon noch über ist. Die ging immer richtig flott. Ich habe jetzt gerade auch mal auf der Uhr geschaut. Laut dem GPS-Sensor. Oh, ist das denn? Haben wir hier Geschwindigkeiten zwischen 16 und 34 km/h. Und der Flow Country Trail waren jetzt 2,6 Kilometer, glaube ich. Wie gesagt, hier die Strecke muss ich noch ein bisschen langsamer angehen, weil die schon ein bisschen anspruchsvoller ist und man halt nicht immer sieht, was einen erwartet. Und das ist wie im wirklichen Leben. Wenn man nicht sieht, was kommt, ist das immer schlecht. Ach, hier die alten Ecken. Ja. Diese Strecke hier macht einen Heidenspaß, wenn es nass ist. Aber wie gesagt, ist auch sehr ruppig. Wenn man die so 5-6 Mal gefahren ist, ich weiß nicht, ob ihr hört, wie das Fahrrad schlägt. Auf jeden Fall, wenn man die 5-6 Mal gefahren ist hintereinander, weiß man schon, was man getan hat. Meiner Meinung nach. Boah. Ja, die ist nicht wirklich besser geworden. Eieiei.
Ach, das ist dieses kleine entspannte Stück, was so rollt Richtung des kleinen Waldhotels hier. Hier in dieser Kurve, diese hier, stand mal ein Reh vor mir, wo ich hier sonntags morgens meine erste Runde gedreht habe. Auch der erste gewesen, der überhaupt auf der Strecke war. Das sind so Eindrücke, die man nicht so schnell vergisst. So, da geht es jetzt lang, wenn man zum Sessellift möchte, rechts rum. Aber ich will ja Köhlerhagen weiterfahren und das ist dann links rum. Aber hier beende ich ganz kurz mal dieses Video, weil jetzt wieder der Flow Country Trail kommt und den hatten wir ja gerade erst. So Leute, das war's mal wieder mit dem Video. Hier nochmal einen schönen Blick auf diesen Speichersee für die Schneekanonen im Winter. In die Ferne mit einer wunderbaren Fernsicht heute. Und dort der neue Lift K1. Macht's gut, euer Markus.